Sportfreunde, willkommen zu einer neuen Analyse bei mir auf dem Kanal. Heute eine besondere Analyse, Andrew Tate. Wie gut ist Andrew Tate? Was kann er wirklich? Er kommt aus dem Kickboxen und man hat einiges von ihm schon gesehen. Oh, es gibt Kämpfe auf YouTube zu sehen und es gibt immer wieder neue Trainingsfrequenzen von ihm. Übrigens, sein Boxtrainer ist ein Bosnier, der mit ihm in Dubai trainiert. Und ich habe mir mal ein Video von ihm rausgezogen, was ja relativ frisch wohl ist. Nicht allzu alt ist Andrew Tate gegen einen Schwergewichtler, angeblich wohl ein Profiboxer. Und ja, man sieht hier, da hat noch seine Kickbox-Stellung, hat auch seine Kickbox-Thai-Box-Hose an. Und natürlich geht das alles ein bisschen entspannt los, aber hier sieht man mal einen Jab von ihm. Er versucht es von draußen zu machen, er nimmt sich seine Distanz, die geht es noch lockern und dann werden sie irgendwann ein bisschen natürlich die Intensität. Hier geht er mal ohne Vorbereitung und mit von der linken Gerade einfach zum Körper. Was man sagen muss, er hat ein gutes Distanzgefühl, versucht auch lang zu bleiben, versucht den Gegner lang zu halten. Hier ist er mal im Infight. Da link, oh, ganz trockene Linke zum Körper, Gegner knickt ein. Jetzt klar, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, da hat ihn getroffen. Ja, kann sein, dass er natürlich ihm da die Luft genommen hat, muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Aber hat ihn auf jeden Fall gut getroffen, er ist kurz runtergegangen, kurzes Break. Also meiner Meinung nach, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das kein Pro-Boxer, weil so wie er boxt, kann sein, dass er vielleicht einen anderen Sportart macht, Kickboxen, Thai-Boxen und mit Andrew Tate einfach nur Boxsparring macht. Jetzt kommt natürlich eine gewisse Intensität rein und alles wird ein bisschen stärker. Er hat seine linke Hand hängen, aber der Gegner schlägt eine rechte und er schlägt in den Angriff die rechte rein. Eine sehr gute Aktion. Hat ein gutes Auge, das muss man ihn lassen. Er sieht die langen Haken. Aber klar, der Gegner, muss man auch ehrlicherweise sagen, ist limitiert. Ist jetzt kein Superboxer oder Topathlet. Versucht viel mit Schwingern, versucht mit Körperhaken, macht sich klein. Und eine allzu große Herausforderung ist das für den jetzt ehrlicherweise nicht. Klar, ich glaube einfach wegen dem Namen Andrew Tate und wenn er dann halt so boxt und wenn man das auch gut verpackt und sagt, Sparring gegen einen Pro-Boxer, dann liest sich sowas immer sehr, sehr gut. Klar, er hat ein gewisses Können auf einem gewissen Niveau, gar keine Frage. Er kann boxen. Ich glaube, seine größte Stärke ist wirklich sein Auge. Er hat ein sehr, sehr gutes Auge. Der Gegner hier macht viele Haken und schwingt viel. Was er gut macht, er schlägt und geht immer zurück mit dem Oberkörper oder einen Schritt zurück. Ist relativ ruhig. Haken. Der Gegner versucht, jetzt Druck zu machen, um einfach auch mal den Gegner zu treffen. Oh, hier ist ein Wettkampf von Andrew Tate. Ich würde sagen, das ist Thai-Boxen. Ich würde sagen, das ist Thai-Boxen. Da ist er noch nicht so massig, wie man ihn heute kennt. Dann denke ich, gehe mal davon aus, dass er sowas um die 10, 12, 15 Kilo leichter ist. Und ist Thai-Boxen. Er macht auch mit Knien, Clinch. Wird man boxerisch, glaube ich, nicht allzu viel sehen. Okay, sehr gute Aktion. Rechter aufwärts, linker Seite, hat Kanten wen getroffen. Gegner ist angelockt, aber hier sieht man auch, er macht viel mit den Knien. Aber es ist auch gut, ihn natürlich mal im Wettkampfmodus zu sehen und sowas kann man dann besser bewerten. Ein sehr guter rechter Aufwärtshaken. Hier frisst er auch selber mal einen Jab. Ein Rotate macht mit den Knien. Hier ist auch nicht so sehr, dass man aus der Distanz boxt. Er ist sehr, sehr nah dran. Hier sieht man das, hier trifft er zum Körper, zum Kopf. Auch relativ viel wild, macht sehr, sehr viel. Jetzt hat er mit dem Knie angenockt und Gegner wird angezählt. Man sieht auch glasige Augen. Andrew Tate scheint relativ gut trainiert zu sein. Was er halt gut macht, er variiert zwischen Boxen und Beinen. Hier mit den Knien, Kampf wird abgebrochen und gute Leistung, klar, kein überragender Gegner. Aber ich denke mal auch, Gegner war gewählt. Aber trotzdem, eine gute Leistung, kann man nicht anders sagen. Und hier zu dem Andrew Tate und dem Andrew Tate, den man heute kennt, sind, glaube ich, wie ich es erwähnt habe, bestimmt 10 bis 15 Kilo Gewichtsunterschied. Er ist heute viel, viel massiger. Dafür, für seine Masse, bewegt er sich sehr gut. Und ich wiederhole mich, ich glaube, seine größte Stärke ist einfach sein Auge, seine Reaktion. Er ist ein guter Fighter, er hat Distanzgefühl, er variiert, aber klar, ganz objektiv, er wäre ein Fighter gewesen, der irgendwie Weltklasse geworden wäre, ob es im Thai-Boxen, Kickboxen oder im Boxen wäre. Ich glaube,
er und sein Bruder haben einfach Spaß an Kampfsport, haben Spaß zu trainieren, ab und zu mal Sparring zu machen, um einfach dieses Wettkampfgefühl zu haben, wollen sich mal ein bisschen hauen. Klar, kann man verstehen. Ja, Fazit, ein guter Mann für Sparring, guter Mann für durchschnittliche Kämpfe, aber klar, das ist ja auch nicht seine Motivation, Weltmeister zu werden. Er hat einfach Spaß daran, er macht andere Dinge und ja. Kann man sich anschauen, ist jetzt nicht, dass man irgendwie davon Augenschmerzen bekommt, da gibt es viel Schlimmeres mit viel, viel weniger Qualität, ist auf jeden Fall okay. So, das war's, das war eine Analyse von Andrew Tate, lange Rede, kurzer Sinn, kann man sich anschauen, nichts, wo man einfach wegschauen muss, man kann sich gewisse Sachen von ihm anschauen, boxerisch, wenn viele Leute interessieren sich natürlich für das Thema Andrew Tate innerhalb und außerhalb des Ringes, deswegen Kämpfe kann man sich von ihm auf jeden Fall anschauen, er ist absolut in Ordnung. So, das war's von meiner Seite für heute. Ich hoffe, die Analyse hat euch gefallen zu Andrew Tate. Es werden weitere Analysen kommen. Wenn ihr ganz bestimmte Analysen sehen wollt, sehr gerne in die Kommentare. Ich habe mir natürlich nicht nur was zu aktiven Boxern einfallen lassen, natürlich auch zu Boxern, die mal schon geboxt haben, lebende Legenden und so weiter. Da wird natürlich auch was kommen und bis zum nächsten Mal.